Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es weiter mit der Serie zum Programm Luminar 2018 und heute geht es ganz speziell um Ebenen. Viel Spaß! Ja, ich habe dir auch schon in den letzten Videos zu Luminar immer wieder gesagt, du kannst dir dieses Programm kostenlos runterladen und es 30 Tage lang testen. Dazu gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link, da einfach mal draufklicken und da kommst du dann direkt dahin. Ansonsten, wenn du dieses Programm kaufen möchtest, auch am besten über den Link gehen und den Promocode, der auch unten in der Videobeschreibung steht, mit nutzen, dann sparst du nochmal $10 und ich krieg auch eine kleine Provision, also uns ist beiden damit geholfen. Du finanzierst damit so ein bisschen den Kanal mit und sparst selber dabei sogar noch ein bisschen. Genau, heute geht es um Luminar 2018 Ebenen und wir wollen direkt mal hier einsteigen. Ich habe hier wieder ein Bild geöffnet aus Dubai und ich möchte dir heute das Prinzip der Ebenen mal so ein bisschen näher bringen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal mit Photoshop gearbeitet, dann sollte das Prinzip der Ebenen eigentlich komplett klar sein. Ansonsten stell dir einfach mal vor, du hast mehrere DIN A4 Blätter und die legst du übereinander. Ja, und das heißt, das oberste ist immer sichtbar und alles, was da drunter ist und verdeckt wird von der oberen Ebene, das ist halt nicht sichtbar. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass man zum Beispiel keine DIN A4 Blätter nimmt, die ja komplett weiß sind und eigentlich nicht durchsichtig sind, sondern man kann ja zum Beispiel auch so eine Klarsichtfolie nehmen. Die ist durchsichtig. Und jetzt kann ich an einer Stelle mit einer roten Farbe was draufmalen und darunter auf der Ebene male ich zum Beispiel mit Blau irgendwas an einer anderen Stelle. Und dann würde ich ja theoretisch beide Punkte sehen. Auf der einen Seite den roten Punkt, auf der anderen Seite den blauen Punkt. Wenn ich die jetzt untereinander lege und beide Male mit 50% arbeite, dann wird das so eine Art lila, weil aus Blau und Rot zusammengemixt ist das Ganze dann lila. Ja, und so funktioniert das Ganze. So ist das Prinzip der Ebenen. Also ich kann mehrere Ebenen übereinander legen und die miteinander verblenden. Ich habe ja im letzten Video hier mit Filtern gearbeitet und hatte im Prinzip nur eine einzige Ebene. Die Ebenen stehen hier drüber, ja, und wenn man jetzt hier standardmäßig arbeitet, dann hat man hier erstmal nur eine Ebene, auf der man arbeitet und die wird hier angezeigt. Ja, also das ist jetzt hier meine RAW-Datei und hier steht auch so ein kleines Schlüsselchen dahinter, also so ein kleines Schloss. Das bedeutet, das ist jetzt quasi die Hintergrundebene und die ist immer da. Ja, sonst gibt es halt einfach kein Bild. Ich kann jetzt hier erstmal so ein paar Filter hinzufügen und das ganze Bild so ein bisschen bearbeiten. Ich kann jetzt hier zum einen die RAW-Entwicklung mal wieder anwenden. Ich werde jetzt aber auch diesen Filter hier mal anwenden. Hier kann man so ein bisschen das ganze Bild vom Licht her noch so ein bisschen angleichen und zwar durch künstliche Intelligenz. Ja? Und ich finde, dass dieser Filter echt richtig gut arbeitet. Also wenn man das Ganze jetzt hier nochmal von vorher betrachtet und jetzt nachher, ja, man darf das Ganze natürlich nicht übertreiben, so wie ich das jetzt mache, aber es gleicht einfach so ein bisschen die Höhen und die Tiefen an. Ja? Also die Lichter und die Tiefen, so muss man es ja eigentlich nennen. Und das ist schon eine richtig coole Sache und das Ganze funktioniert hier wirklich mit einem Regler und funktioniert wirklich gut. Ja? Also muss ich echt sagen, da haben sie einen guten Job gemacht. So, jetzt werde ich mal noch die RAW-Entwicklung dazu packen. Das kennt man ja hier so aus Lightroom. Hier werde ich einfach noch die Schatten ein bisschen aufhellen, die Glanzlichter noch ein bisschen runtersetzen, einfach um das Ganze noch ein bisschen anzugleichen. Und ich glaube, ich werde hier von der Farbtemperatur einfach auch mal noch so ein bisschen weiter ins Wärmere gehen, weil das Ganze ja ein Sonnenuntergang war. Und von daher mag ich es immer, wenn da die Temperaturen einfach so ein bisschen mehr ins Wärmere gehen. Ja, also hier so eine Art kann man das schon lassen. Die Färbung werde ich noch so ein bisschen mehr Richtung Magenta ziehen. Und dann sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Also man muss hier mal kurz warten, weil Luminar nicht das schnellste Programm aktuell ist. Das ist leider noch so ein kleiner Nachteil. Da arbeiten sie aber dran, haben sie mir zugesagt. Und wenn das dann irgendwann mal wirklich ein bisschen schneller wird, dann ist das wirklich ein absolutes Konkurrenzprodukt auch zu Lightroom oder vielleicht sogar auch zu Photoshop. Und wir wollen uns jetzt aber die Ebenen angucken. Das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt erstmal nur auf dieser Hintergrundebene gearbeitet. Und ich möchte jetzt hier eine neue Ebene mal hinzufügen. Dafür klicke ich jetzt hier auf dieses Plus. Und dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum einen eine neue Nachbearbeitungsebene einfügen. Das bedeutet, da kann ich dann weitere Filter drauf anwenden. Ich kann aber auch eine neue Bildebene einfügen. Und das ist richtig cool. Das bedeutet, ich kann jetzt hier ein weiteres Foto einfügen, wenn ich zum Beispiel mal einen neuen Himmel einfügen möchte in ein Foto. Jetzt in dem Fall ist es gar nicht so wichtig, weil der Himmel mir da eigentlich ganz gut gefällt. Für Dubai-Verhältnisse ist das super.
Aber es wird natürlich auch nochmal ein Video, ein Tutorial dazu geben, wie man Himmel austauschen kann in Lumina. Und dafür wird das dann wirklich eine ganz interessante Option sein. Ansonsten kann man auch noch eine neue geklonte Ebene erstellen. Das bedeutet, ich kann jetzt hier eine Ebene quasi duplizieren. Ja, wenn ich das jetzt hier einfach mal mache, wird das Ganze zusammengefügt, all das, was ich jetzt hier gemacht habe, und wird als neue Ebene dann darüber angezeigt. In manchen Fällen ist das sinnvoll, in vielen Fällen eher nicht. Von daher, ich benutze es eigentlich eher weniger, aber einfach nur mal, dass du die Möglichkeit gesehen hast, dass das machbar ist. So, tatsächlich hat es Lumina jetzt geschafft und diese neue Ebene, diese geklonte Ebene ist jetzt quasi ein Produkt aus dem, was wir auf der darunterliegenden Ebene gemacht haben, nur dass jetzt diese Filter hier nicht mehr angezeigt werden, die wurden da halt zusammengefasst. Ja, also kann man mal machen, muss man nicht unbedingt machen, von daher lösche ich jetzt diese Ebene auch erstmal wieder mit einem Rechtsklick hier drauf, sage ich Ebene löschen und ich werde jetzt hier einfach mal eine neue Nachbearbeitungsebene einfügen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier eine neue Ebene und kann jetzt hier wieder weitere Filter hinzufügen. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun, mit einem Klick hier wieder drauf, Filter hinzufügen. Und dann werde ich zum Beispiel einfach mal eine Schwarz-Weiß-Umwandlung anwenden. Das bedeutet, das ganze Bild wird jetzt hier schwarz-weiß gemacht. Ich kann jetzt hier die Luminanz, also die Helligkeit der einzelnen Farbwerte noch anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier das Blau muss noch ein bisschen dunkler gemacht werden hier im Himmel, ja, dann kann ich das einfach veranlassen, beziehungsweise auch das Cyan hier kann ich noch ein bisschen dunkler machen. Und dann siehst du, wie sich das Ganze hier in der Schwarz-Weiß-Umwandlung verändert. Ich kann auch dem ganzen Bild ein bisschen mehr Kontrast hier noch geben. Ja, die Glanzlichter werde ich noch ein bisschen runter machen, damit hier die Sonne nicht zu doll überstrahlt. So gefällt mir das schon ganz gut. Ich kann hier noch Schwarztöne und Weißtöne einstellen. Ich kann noch ein bisschen Klarheit hinzugeben. All das ist hier möglich. So, warum jetzt eigentlich das Ganze auf eine neue Ebene bringen? Naja, ich habe jetzt die Möglichkeit, verschiedene Dinge damit zu machen. Beziehungsweise kann ich auch mit einzelnen Ebenen versuchen, das Ganze so ein bisschen zu trennen. Ja, ich kann jetzt hier anfangen und diese Ebene zum Beispiel in einen anderen Mischmodus zu bringen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, das Ganze soll mal auf weiches Licht gestellt werden und dann kriegen wir hier viel mehr Kontrast rein. Jetzt wirst du dich aber wieder fragen, naja gut, das könnte man ja auch einfach mit einem Filter machen. Da kann man ja genauso das Ganze auf einen anderen Mischmodus stellen. Aber ich habe hier einfach ein bisschen mehr Übersicht in den einzelnen Ebenen drin. Ich kann jetzt hier auch die Deckkraft der einzelnen Ebenen, also gerade wenn ich jetzt hier mehrere Filter anwende, dann kann ich die Deckkraft aller Filter gemeinsam von dieser Ebene zusammen zum Beispiel reduzieren und das ist richtig cool. Ja, also ich kann jetzt hier zum Beispiel verschiedene Ebenen anlegen. Ich kann jetzt eine Ebene sagen, die sich nur damit beschäftigt, eine Schwarz-Weiß-Umwandlung zu machen. Ich kann eine Ebene erstellen, wo ich verschiedene Filter anwende, um die Kontraste zu steigern und so weiter und so fort. Und das ist schon relativ cool. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Übersicht. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit dieser Schwarz-Weiß-Umwandlung arbeite, das Ganze auf weiches Licht stelle mit einer Deckkraft von 50%, dann habe ich hier richtig schön in dem Bild Kontrast gewonnen. Ich kann jetzt hier auch einfach nochmal zeigen, vorher, nachher. So sieht es vorher aus, so sieht es nachher aus. Vorher, nachher. Und jetzt habe ich auch wieder die Möglichkeit, das Ganze zu maskieren. Das heißt, im Himmel gefällt es mir zum Beispiel nicht so doll. Und deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal auf den Pinsel, wähle jetzt hier den Pinsel und sage jetzt hier einfach mal, radieren und dann radiere ich das Ganze hier aus dem Himmel einfach mal wieder raus. Ja, also hier, zack, zack, zack. Aus dem Himmel nehme ich diesen Effekt einfach wieder komplett raus. Und ich kann mir das Ganze jetzt hier auch nochmal anzeigen lassen. Ja, so ist jetzt, sieht jetzt aktuell die Maske hier aus. Ich male das hier noch ein bisschen weiter aus dem Himmel einfach raus alles. Das Gebäude hier. So. Und jetzt haben wir hier schon einen sehr, sehr coolen Effekt, der aber vom Himmel oder beziehungsweise wo der Himmel einfach nicht von betroffen ist. Und das ist schon eine richtig coole Variante, denn wir haben jetzt das Ganze so weit, dass wir hier mehr Kontrast in der Stadt haben. Der Himmel bleibt davon aber unberührt. Und ich habe jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit diesen Ebenen hier noch arbeiten kann. Ja, also ich kann jetzt hier mal einen Rechtsklick auf diese Ebene machen. Ich kann diese Ebene jetzt hier zum Beispiel auch rastern. Das bedeutet, dass die Ebene an sich bestehen bleibt, aber die einzelnen Filter nicht mehr angezeigt werden können, beziehungsweise sie können dann nicht mehr bearbeitet werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Computer habe, der ja irgendwann so ein bisschen an seine Grenzen stößt mit der Bearbeitung, beziehungsweise mit der Leistung, dann habe ich die Möglichkeit, hier die Ebene zu rastern. Dann werden diese Filter quasi angewendet auf diese Ebene und können nicht mehr bearbeitet werden, aber dafür spare ich eine ganze Menge Speicherplatz. Ja, also das ist eine Sache, die man machen kann. Ich kann hier auch die Ebene duplizieren. Ich kann die Ebene umbenennen, ich kann hier den Mischmodus der Ebene einstellen. Ja, aktuell steht er hier, wie gesagt, auf weiches Licht. Dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze hier noch zu maskieren
und so weiter und so fort. Also hier haben wir wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man mit diesen Ebenen arbeiten kann. Und das ist wirklich was, was der große Vorteil gegenüber Lightroom ist. Und das ganze Programm so ein Zwischending zwischen Lightroom und Photoshop eigentlich macht. Ja, also es bietet die Vorteile von Photoshop, dass man hier mit Ebenen arbeiten kann. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch einfach mein Wasserzeichen hier in dieses Foto einfügen, indem ich das Ganze auf eine neue Ebene packe, als Bild importiere. Ja, vielleicht ein PNG-Bild mit transparentem Hintergrund und einfach nur mein Schriftzeichen. Und dann kann ich das Ganze hier einfach einfügen. Also eine ganze Menge Möglichkeiten, die ich hier machen kann mit diesen Ebenen. Und ich hoffe, ich konnte dir einfach in diesem Video mal so ein paar kleine Möglichkeiten davon zeigen. Wenn dem so ist, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du Fragen hast, einfach immer unten in die Kommentare damit. Denk dran, falls du das Programm ausprobieren willst, der Code bzw. der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn du Interesse hast an weiteren Sachen von mir, wie zum Beispiel Videotrainings zum Thema Lightroom, zum Thema Fotografieren und so weiter, oder auch Workshops, die ich dieses Jahr durchführe, dann schau einfach mal auf meinem Online-Store vorbei, www.stefanschaefer-store.de. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.